Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glengoyne, 18 Jahre. Heute sind wir wieder bei einem Familienunternehmen. Die Brennerei liegt auf der Grenze zwischen Lowlands und Highlands. Ich habe letztes Wochenende den Film Angel's Share gesehen, Anteil für die Engel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. In dem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Teenager Sozialstunden leisten muss, weil sie Scheiße gebaut haben. Und an einem Tag macht sie mit ihrem Sozialarbeiter einen Ausflug, besuchen eine Whiskybrennerei, dann sieht man von innen das Equipment, die Brennblasen, das Fasslager, das Visitor Center von Diensten. Die Außenaufnahmen haben sie aber komischerweise von Glengoyne genommen. Ich weiß nicht warum, der Schriftzug Glengoyne, der wurde dann ein bisschen abgedeckt durch was anderes ausgetauscht, aber wer sich ein bisschen auskennt, der erkennt die Brennerei. Von Glengoyne probiert habe ich schon den 10-Jährigen, blende ich euch oben rechts mal den Link zu meinem Tasting-Video ein, ist so ein grundsolider Standard, wärmstens zu empfehlen für Einsteiger. Hat, ja, schöne grüne Apfelnoten, leichte Malzigkeit, bisschen Süße. Hat mir gut gefallen. Fassstärke habe ich auch probiert, kommt oben ebenfalls ein Link, ohne Altersangabe. War auch interessant, das war so das whiskyfizierte Eiskonfekt. Heute haben wir den volljährigen Glengoyne, das ist eine 1 Liter Flasche. Den gibt es in zwei Ausführungen. Ja? Den gibt es mit 43 Volumenprozenten in der 0,7 Liter Flasche und die 1 Liter Variante, wie ich sie hier habe, mit 40 Volumenprozenten. Er ist eine Mischung aus ehemaligen Bourbon und ehemaligen Sherryfässern, wobei der Sherryfassanteil hier sehr viel First Fill sein soll. Ja, richtig wuchtige Flasche. Finde immer bei Glengoyne diese Reliefs schön. Macht schon was her. Und damals hat dieser 18-Jährige dieses aktuelle Design eingeläutet. Ende 2012 kam der auf den Markt. Ab Januar 2013 hatten dann die Flaschen alle dieses aktuelle Design. Ja, 40 Volumenprozente, er ist kühl gefiltert, aber Glengoyne färbt nicht. Und von der Farbe her, das ist ein heller Bernsteinton. Schöne Farbe. Apfel, aber sowas von. Nase rein, Apfel in dein Gesicht. Beim 10-Jährigen war so ein grüner Apfel, dieser Granny Smith, noch ein bisschen säuerlich. Und hier ist es dann wirklich so ein vollreifer, roter, saftiger Apfel. Vom verbotenen Apfel naschen. Schön. Malznote ist auch hier da. Ja, die Frucht. Könnte von der Frucht, kommt da jetzt noch sowas wie eine Honigmelone. Also alles hier sehr reif. Nicht mehr so frisch wie beim 10er. Reife Früchte. Rote Apfel, Honigmelone trifft es ganz gut. Diese Malznote, die da trägt, eine leichte Blumigkeit. Ja, ein bisschen Zimt kommt auch. Alle so Zutaten zum Kuchen backen, ne? Wir backen jetzt einen Apfelkuchen. Schön. Aber sehr leichte Nase, also man spürt keinen Alkohol, kein Wunder, hat nur 40 Volumenprozente. Mal gucken, so alte Whisky, so ältere Whiskys, denen tut es oft gut, wenn sie ein bisschen mehr Alkohol haben, eben damit diese enorme Aromenfracht und vor allem auch die Eichenfracht einen Träger hat, nämlich den Alkohol. So, ja, so Whiskys mit 40 Volumenprozente und dann im Alter von 18 Jahre aufwärts, die liegen dann teilweise, ja, liegen die ein bisschen wässrig im Mund. Das hoffe ich jetzt nicht, dass es bei dem der Fall ist. Slange. Schön süß. Der süße Apfel, die Honigmelone. Ganz deutlich die Honigmelone. Zimt, ganz massiv. Und jetzt kommt die Eiche. So eine ganz minimale bittere Note hat und so eine zarte Haselnussigkeit. Ja, also man geschmacklich auf jeden Fall die Sherryfässer präsent. Und ich nehme dem Whisky das ab, dass er einen enorm hohen Anteil First Fill hat, weil diese Haselnussigkeit, die war jetzt schon geil im Geschmack. Jetzt kommt auch der Sherry mehr im Aroma durch. Diese leichte Haselnussigkeit, so ein bisschen die Trockenfeigen. Meine Kinder hassen die, ne? Ich liebe Trockenobst, ne? Aber immer wenn ich mal mit meinen Kindern unterwegs bin, ich hole so eine Tüte raus, dann hauen die ab, ne?
Die mögen das nicht. Ja, jetzt wird er dunkle Feigendattel. Jetzt übernimmt das Sherryfass. Der ist wahnsinnig komplex. Vom Alkoholgehalt her, ich fand es jetzt nicht störend, dass der nur 40 Volumenprozente hatte. Der hat Antritt gehabt, ne? Jetzt keinen alkoholischen Antritt, aber dann die Eichenfrucht. Das Fass. Der Zimt also ganz deutlich. Also selten einen Whisky gehabt, der eine intensivere Zimtnote in der Nase und im Geschmack hatte. Toll. Schön, diese Fruchtsüße von der Honigmelone, die da präsent ist, sobald der Whisky antritt auf der Zunge. Und dann Zimt da. Und dann kommen die Sherryfässer mit so einer leichten Rosinenkomponente und eben dieser Haselnussigkeit. Und im Abgang dann Eiche, die einen leicht trockeneren Touch hat, klingt dann wunderbar aus. Der Abgang mittellang überfordert keinen. Also das ist wirklich ein 18 Jahre alter Whisky, den man auch bedenkenlos mal einem Einsteiger empfehlen kann. Hier schenkt ihr ins Glas, schlüssel die Aromen auf und dann schmeckt man das Gerochen auch. Hat mir wirklich gut gefallen, vor allem hier eine Literflasche, eine tolle Menge, um den Whisky kennenzulernen. Preislich liegt der, glaube ich, so bei, ja, unter 70 auf jeden Fall noch. Guckt mal, vergleichen könnte sich hier lohnen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Soweit, was ich dieses Jahr verkostet habe an Verheiratungen aus Ex-Bourbon und Ex-Sherryfässern, war der hier sicher einer der besten. Ja, kann ich ihm unterschreiben. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!